So, liebe Leute, kommen wir nun zum Metal Mario Cup. Nun, und beginnen diesen Cup mit Daisy im Weihnachtskostüm und dem wunderschönen neuen Weltraum-Taxi. So. Jetzt nochmal zurückzukommen auf die Idee, ob Füße auch im Weltraum duften können, das klingt nicht. Ich weiß nur, dass Mondstaub auf dem Mond nach Schießpulver riecht. Je nachdem ist also auch dann Geruch möglich. So, damit möchte ich das Thema auch abschließen. Erstmal. Und mich zurück auf die wunderschöne Regenbogenstrecke und Daisy in ihrem Weihnachtskostüm konzentrieren. Und versuche nicht an ihre Stiefel zu denken. Dritter Platz. Super. Ja. Gut. Dann kommen wir zur nächsten Strecke. Das ist die Cheap Cheap Insel. So, dann nehmen wir nochmal unsere Weihnachts-Daisy. Und wo wir schon beim Thema sind, noch direkt den rosa Schuh dazu. Und passend dazu gibt es noch die wunderschönen Herzchen. So. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass Mondstaub nach Schießpulver riecht. Aber wurde rausgefunden, ne, von Wissenschaftlern. Gut, bei so komischen Gesteinen, ne, wie vom Mond, da kann man sich das noch vorstellen. Ne? Aber wenn man jetzt hier zum anderen Thema zurückzukommen. Ja. Das ist dann auch schon so eine Frage, ne? Hier an so einem schönen Sommertag. Auf dem Schiebschiebestrand. Da geht es bestimmt in Daisy schon ab. Ja. Leute, es dreht die ab mit einer wunderschönen 7. Der Lucky 7. So. Ja, da freut sich selbst der Tod, ne? Wenn er die Daisy sieht. Im rosa Schuh von Peach. Aber Daisy Schuhe riechen bestimmt besser als Peach. So, jetzt reißen wir das Thema. So. Jetzt konzentrieren wir uns wieder auf Mario Kart, wie gesagt. Ne? So. Guck mal hier, die schönen Fischchen. Diese Fliegen. Ja, irgendwie muss ja vom Thema wegkommen, ne? So. Mann, Mann, Mann.
So. Jetzt kommt noch der Metal Mario Cup, die Kalamari-Büste. Ja gut, dann nehmen wir nochmal die Weihnachts-Daisy, um in den vollen Genuss von Daisys Duft zu kommen. Mit dem wunderschönen Lava-Fahrzeug, ne? Und den goldenen Meteorbrocken. So. Jetzt haben wir dreimal die Weihnachts-Daisy gehabt in einem Cup. Ne? Jetzt muss sie ja schon langsam in ihren Schuhen schwitzen. Ne? So, und jetzt ganz besonders in der Wüste. Aber jetzt lass mich mal auf das Spiel konzentrieren. Jetzt geht heute nichts mehr. Den ersten Platz. Zack, boah! Seid alle nur neidisch auf meine wunderschönen Schuhe. Stiefel. So. Von Daisy duften bestimmt nach. nach Zimt. So. Blüter. So. Schließen wir das schön ab, den Cup. Das Thema. So. Das war's. Mit Weihnachts-Daisy, dem Thema Füße und den Metal Mario Cup. Sehr schön. So. Dann folgt als nächstes dann der Baby Peach Cup. Und da kommt wieder zum Einsatz unsere Baby Daisy. Also freut euch drauf.